Im Gegensatz zum anstehenden Nacktshooting geht es heute nicht um Sinnlichkeit, sondern um Spaß. Du bist einfach zu sexy. Ja, ich weiß. Ich will diese Woche ganz klar der Jury zeigen, dass ich nicht unsicher bin, dass die bis jetzt mich einfach falsch eingeschätzt haben. Und ja, es ist jetzt an mir, ihnen das zu beweisen. Hallo Vera, komm, ich nehme dich an die Hand, du bist ganz außer Puste. Komm rüber. Vera war jetzt im ersten Teil sehr sexy oben im Bikini. Und jetzt hat sie ein schönes Kleid an, sie ist hier entspannt am Strand. Jetzt muss sie auch mal zeigen, was noch so in ihr steckt, nicht nur sexy. Und jetzt. Ja, genau, das muss gar nicht so viel sein. Das kann wirklich nur so ein kleiner sein. Gerne auch mit so einer Hand nach vorne, als würdest du ein Ziel anvisieren. Okay. Go. Ja, schön, super. Ich habe ja letzte Woche den Job nicht gewonnen bei Happy Size. Und deswegen, ja, es wäre natürlich super cool für mich, wenn ich das diese Woche gewinnen würde. Ines hat ja einen ganz speziellen Look. Sie ist ein ganz spezieller Typ. Sie weiß, wie sie über die Kamera rüberkommt. Und beim ersten Kunden, bei Happy Size, konnte sie überzeugen. Wichtig ist natürlich, dass man wandlungsfähig ist und dass man auch andere Kunden von sich überzeugen kann. Super, ich danke dir. Das hast du super gemacht. Okay, ja. Shulamit hatte bislang vor allem mit strengem Fashion-Gesicht gepunktet. Kann sie auch freundlich? Yes, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, so mit Rennen und allem. Ich hoffe, mich legt es nicht auf die Schnauze. Das wäre schon mal ganz cool. Hep, 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 hep. Du hast es gleich geschafft! Oh Mann. Okay, komm erst mal kurz an. Einmal durchatmen. Okay, bereit? Estelle, dein Model. Also, das Lässige, was du oben hattest, das hätte ich jetzt eigentlich gerne wieder von dir. Okay. Ja, sehr schön. Super aus. Das Licht, du hast das beste Licht erwischt. Yeah. Dagegen Abend ist einfach immer am allerschönsten. Okay. Und das ist auch richtig toll in deinen Augen. Glitzert richtig, ja, toll. So, Shulamit ist ja unser Mädchen, das wir immer erstmal aus der Höhle hervorkitzeln müssen. Es ist wichtig, dass sie jetzt auftritt. Die Emotionen müssen jetzt da sein. Genau, streck dich, du fühlst dich wohl. Wunderbar, genau. Ich glaube, ich habe es. Vielen Dank, super. Vielen Dank, Shulamit. Du bist damit erlöst. Ja, es war ein anstrengender Tag, ja. Ein voller Tag. Und die schwierigste Aufgabe habt jetzt ihr, meine Lieben. Ihr habt jetzt die Qual der Wahl. Das ist echt eine schwere Wahl. Es wird nicht einfach. Wir ziehen uns ein bisschen zurück, denken drüber nach und dann sprechen wir mit euch nachher. Alles klar, ich bin gespannt. Danke dir.